Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu dokumentieren, wie die AfD in der Berliner Runde benachteiligt wurde. Und wie man hier den Beweis führen kann, sehr leicht, dass die Demokratie hier nicht funktioniert. Dass das, was uns die Öffentlich-Rechtlichen vorgaukeln, dass sie ordentliche Berichterstattung betreiben, dass das eine Lüge ist. Jetzt werden viele sagen, dass die Medien täuschen, das wissen wir doch seit langem. Das weiß doch jeder. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Leute das nicht wissen. Wie tritt man jetzt mit diesen Leuten in Kontakt? Man muss ihnen zeigen, mit den Öffentlich-Rechtlichen stimmt etwas nicht, aber das muss schnell gehen, man hat normalerweise wenig Zeit. Es müssen zwei Dinge erfüllt sein. Zum einen muss man relativ schnell die Täuschung aufdecken, dazu kommt das Motiv. Die Täuschung ist normalerweise nicht so schnell aufzudecken, sondern das passiert meistens dann, wenn die Öffentlich-Rechtlichen oder wenn die großen Medien in Eile sind oder sie einen Fehler machen, sie sich zu selbstsicher sind und einen Fehler machen. Und genau das war hier der Fall. Es war jetzt hier so, dass Baumann von der AfD weniger Redezeit bekommen hat als die anderen. Und das, obwohl die AfD fast die Hälfte dazu gewonnen hat. Jetzt könnten sich die Öffentlich-Rechtlichen rausreden und sagen, ja, das ist halt irgendwie Zufall, das ist Pech. Und dass die AfD in die anderen Sendungen nicht eingeladen wird, das liegt daran, dass die AfD so unappetitlich ist. Anne Will und die ganzen anderen, sie wollen die AfD nicht einladen. Und das ist ja nun deren gutes Recht, wenn sie das nicht wollen, wenn sie die AfD für ihre Sendung nicht geeignet halten, ihnen die AfD nicht demokratisch genug ist, dann ist ja deren gutes Recht. Auf diesen Standpunkt stellen sich die Öffentlich-Rechtlichen. Und so irrsinnig das für uns klingt, das zieht bei den Leuten. Die Leute denken, es hat schon alles seine Richtigkeit. Warum sollte es nicht so sein? Hier aber jetzt hat der Moderator einen großen Fehler gemacht. Und zwar hat er nach jedem Kommentar von Baumann gesagt, die Zeit ist zu knapp. Es müssten jetzt andere dran kommen, Baumann könnte nicht weiterreden, die Zeit wäre zu knapp. Das hat er aber bei keinem anderen gemacht, außer bei Baumann. Obwohl andere viel länger geredet haben. Beispielsweise die FDP, der doppelt so viel Redezeit eingeräumt wurde. Das soll ja jetzt anders werden. Morgen wird die Ampel... Wir müssen weitermachen mit Blick auf die Uhr. Das soll ja jetzt anders werden. Morgen will die Ampel hier in Berlin gleich morgen früh schon die Energiepreisbremse, die Gaspreisbremse präsentieren. Niedrige Energiepreise fordern ja auch Sie. Da muss jetzt mal ein Lob für die Ampel von Ihnen kommen, oder? Das ist ja nur eine Kur an den Symptomen. Diese Energiepolitik, diese linksgrün ideologisch, viele sagen ja geradezu verblödete Ideologie und Energiepolitik, hat uns dahin geführt in die Abhängigkeit von Putins Gas. Das war genau der Weg, die haben uns von Putin abgemacht und nicht die AfD. Was jetzt passiert, an den Preisen ein bisschen was zu manipulieren, das kann kein Staat der Welt gegen diese Riesenmächte, die Energiemächte dieser Welt, dagegen irgendwie anzusubventionieren mit Steuergeldern. Das kann man einen Monat machen, kann man zwei Monate machen. Es sagen ja schon der Chef des Chemieverbandes in Deutschland, es droht hier ein Industriemuseum zu werden. Haben wir verstanden. Durch diese linksgrüne Politik. Und da waren wir die Einzigen dagegen und deswegen hat sich die AfD verdoppelt. Haben wir verstanden, wir müssen weitermachen. Herr Bank, neuer Bundesgeschäftsführer. Ist denn eine Einmalzahlung, die jetzt die Kommissionsvorsitzende vorschlägt, das richtige Instrument? Das würden ja dann alle bekommen, auch besser verdienen. Das sind alles Symptomkuren, Einzelheiten. Ja, aber das ist das, was die Leute im Moment brauchen. Das ist Politik, aber dazu haben Sie immer keine Antwort. Nein, was hier passieren muss, ist eine Erhöhung des Angebots, des Energieangebots. Es müssen jetzt schleunigst und Herr Czaja von der CDU, die Merkel-CDU hat die Atomkraftwerke abgeschaltet. Das war ihre Schuld. Sie haben linksgrüne Politik gemacht, damals schon. Und natürlich müssen wir die Atomkraftwerke laufen lassen, die laufen. Die drei, die wir zurückholen können, wieder zurückholen. Wir müssen Kohle und Steinkohle gucken, was wir machen können an Kraftwerken. Und den einen Strang, Nord Stream, der noch okay ist, den müssen wir sichern und in Kraft setzen und die anderen reparieren. Sonst säuft die deutsche Wirtschaft ab. Das wäre aber doch wieder das, was Putin möchte. Aber wir wollen über das Thema Atomkraft jetzt tatsächlich. Abhängig gemacht von Putin. Wir wollen über das Thema Atomkraft. Wir wollen über das Thema Atomkraft jetzt sprechen. Nicht, weil Sie es aufgerufen haben, Baumann, sondern weil es hier sowieso auf dem Zettel steht und weil es unsere Zuschauerinnen und Zuschauer enorm interessiert. Herr Gisera. In anderen Ländern wie Italien ist es ja schon passiert. Da sind Parteien, die uns sehr nahe stehen, jetzt an der Regierung. Danke, in Frankreich auch. Wir sind damit schon bei der Schlusskunde, Herr Baumann, weil die Zeit rennt. Und es war jetzt auch nicht so, dass Baumann nichts sagen wollte. Die Grünen hatten ihr einen geringen Redeanteil, aber sie hat auch einfach nicht viel gesagt und sie wollte nicht zu Wort kommen. Bei Baumann war es aber so, er wollte oft sehr gern weiterreden und der Moderator hat ihn jedes Mal unterbrochen, hat ihn abgewürgt. Und jetzt ist es ganz einfach. Wie kann es sein, dass Baumann jedes Mal abgewürgt wird, er aber weniger Redezeit hat als alle anderen? Und das ist der ganz einfache Beweis.
Das hätte der Moderator nicht machen sollen. Er hätte es einfach belassen sollen, hätte ihn einfach so abwürgen sollen. Aber jetzt jedes Mal zu sagen, wir haben keine Zeit, das ist zu dreist. Jetzt ist immer noch das Problem, das Motiv. Welches Motiv sollen die Medien haben? Wenn man denjenigen, mit denen man diskutiert, kein Motiv geben kann, dann blocken sie ab. Sie denken dann, es ist irgendwie Zufall, es hat schon irgendwie seine Richtigkeit. Ich denke dabei an mich selbst, als jemand mit mir mal früher über 9/11 diskutiert hat. Er hat mir alle möglichen Dinge versucht zu schildern, warum die Bush-Version nicht stimmt. Aber ich habe abgeblockt. Und aus welchem Grund habe ich abgeblockt? Weil mir das Motiv nicht plausibel erschien. Finanziell die Intervention im Nahen Osten, sie haben den USA geschadet. Ich kam dabei nicht auf die Idee, dass dabei Lobbys profitiert haben und dass das geostrategische Interesse am Erdöl so hoch war. Weil das sogenannte Peak Oil überschritten wurde, das heißt die maximale Ölförderung, und es deswegen ganz wichtig ist, sich die Ölreserven zu sichern. Weil das Militär nicht ohne Öl funktionieren kann. Wir können E-Autos fahren, aber es wird keine E-Flugzeuge geben. Ich habe gedacht, die USA, sie könnten sich doch einfach so das Öl sichern. Aber tatsächlich ist es so, dass die Bevölkerung überzeugt werden muss. Dass die Soldaten in den Krieg ziehen müssen und ihr Leben riskieren müssen. Das heißt, die USA sind seit ihrem Bestehen immer darauf angewiesen, den Soldaten zu vermitteln, ihr kämpft für was Gutes. Das heißt, hier haben wir jetzt plötzlich das Motiv, das ich früher nicht verstanden habe. Und hätte ich früher dieses Motiv verstanden, hätte ich viel aufmerksamer den Argumenten zugehört. Aber so habe ich auf Durchzug gestellt und habe gesagt, die einen sehen es so, die anderen sehen es so, es ergibt keinen Sinn, wie soll es denn sein? Und hier mit den Medien kann man auch ein Motiv geben, dass die großen Medien möglicherweise beeinflusst sind, und zwar aus dem Ausland. Dass das Ausland ein Interesse hat, bestimmte Dinge durchzusetzen und dementsprechend bestimmte politische Parteien gefördert und andere nicht gefördert werden. Es ist jetzt hier in der Sendung ganz offensichtlich, dass die Parteien, die für Waffenlieferungen sind, dass sie mehr Redeanteil bekommen haben. Ganz wichtig zu verstehen ist auch, dass die Deutschen in der Mehrheit Idealisten sind. Sie waren in der Mehrheit für den Atomausstieg, der sich finanziell garantiert nicht rentiert hat. Auch nicht für sie selbst. Sondern sie haben das große Ganze gesehen, die Zukunft. Und aus meiner Sicht, das sollte man würdigen. Das ist ja per se nichts Schlechtes, dass man nachhaltig sein will. Aus meiner Sicht wird es aber hier gezielt missbraucht. Es besteht die Möglichkeit, dass die Medien aus dem Ausland beeinflusst werden, sodass Deutschland schwach wird. Mit finanziellen Mitteln ist es möglich, auf alles Einfluss zu nehmen. Weil die Leute vom Geld abhängig sind. Sie sind von ihrem Job abhängig. Das heißt, die Leute sind immer erpressbar. Man kann immer einen Hebel ansetzen. Und man kann natürlich überhaupt erst die Leute einstellen oder nicht einstellen, die einem passen. Gerade weil die Deutschen Idealisten sind, ist es aber umso wichtiger, über die Situation im Donbass und in der Ukraine aufzuklären. Was für ein Regime die Ukraine gewesen ist. Und dazu passt ganz gut dieser Ausschnitt von einer Krankenpflegerin. Was ist Ihr Motiv, hier zu sein? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich bin gerade politisch so ein bisschen entwurzelt worden durch diese Krise, durch diese merkwürdige Berichterstattung, die für mich vorne und hinten nicht schlüssig ist. Weil ich Freunde in der Ukraine habe, habe ich den Konflikt in der Ukraine schon 10 Jahre zuvor miterlebt und finde jetzt in der jetzigen Berichterstattung finde ich mich einfach nicht wieder und werde gerade so ein bisschen politisch entwurzelt. Tatsächlich habe ich immer die politische Mitte. Ich habe immer SPD gewählt und kann es aber mittlerweile mit den Waffenlieferungen, mit der sozusagen mit der Kriegstreiberei, mit dieser mangelnden Diplomatie und mit dieser allgemeinen Krisensituation nicht mehr vereinbaren. Und ich suche irgendwie ein neues politisches Zuhause, tatsächlich. Dieser Krieg hat eine Vorgeschichte, die wird völlig, völlig ausgelassen. Und die Gräueltaten der ukrainischen Regierung, ob es unter Poroschenko oder unter Selenskyj war, werden gar nicht mehr erwähnt. Und wenn man mir plötzlich Selenskyj als Demokraten vorsetzen möchte, der für Freiheit und unsere Demokratie kämpft, dann habe ich irgendwie das Gefühl, hier stimmt was ganz gewaltig nicht mehr in diesem Land. Das ist verlogen, das ist unehrlich. Ich habe die Rede von Victoria Nuland, Faxe EU Victoria Nuland, falls Sie sich noch daran erinnern. Ich habe die Rede gehört, das war Hetze und nichts weiter. Militärische Risiko trägt Europa. Das tragen nicht die Amerikaner und auch nicht die Russen, das tragen wir. Und das macht mir Angst. Dankeschön. Sie ist über die Lage in der Ukraine aufgeklärt und sucht eine neue politische Heimat. Das heißt, man sieht hier, dass sie nicht sofort zur AfD gehen will. Daran erkennt man, wie die Medientäuschung bei ihr funktioniert, obwohl sie über die Ukraine aufgeklärt ist. Und so ist es bei ganz vielen Leuten. Was hätte Bernd Baumann anders machen können? Zunächst soll gesagt sein, das kam vielleicht im letzten Video zu kurz, es ist natürlich immer leicht im Nachhinein, das heißt, es ist auch nicht leicht, jedenfalls im Nachhinein kann man immer Verbesserungsvorschläge machen. Es sollte auch nicht darum gehen, Bernd Baumann schlecht zu reden. Aus meiner Sicht hat Bernd Baumann in seiner Art einen sehr guten Eindruck hinterlassen.
Und die Argumente, die er vorgebracht hat, die hat er klar argumentiert. Und einen guten Eindruck zu vermitteln, ist ganz wichtig. Es ist natürlich auch so, dass man erst einmal die Nerven behalten muss. Man wird von allen Seiten angefeindet und man steht unter enormem Druck. Das heißt, alles, was ich sage, sind Verbesserungsvorschläge. Es soll aber nicht heißen, dass ich sage, diejenigen, die sich jetzt da hinsetzen, können nichts oder so. Sondern ganz und gar nichts. Sondern das ist rein konstruktiv gemeint. Weil im Nachhinein kann man natürlich immer Verbesserungsvorschläge machen. Das heißt, man kann immer versuchen, ein kleines bisschen besser zu werden. Natürlich wird es nicht klappen. Man wird nicht alles umsetzen können. Ich könnte auch bestimmt nicht alles umsetzen. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich mich schlagen würde in so einer Runde. Aber trotzdem kann man ja versuchen, bestimmte Dinge umzusetzen. Und wenn nur ein kleines bisschen davon klappt, ist es ja schon super. Was aus meiner Sicht noch gefehlt hat, was Bernd Baumann auch hätte machen müssen, obligatorisch in jeder Runde muss der Vorwurf zurückgewiesen werden, man sei nicht demokratisch. Natürlich, aus AfD-Sicht ist es klar, natürlich sind wir Demokraten. Aber die Leute, man muss sich immer in die Leute hineinversetzen, sie bekommen Tag und Nacht das Framing, die AfD sei nicht demokratisch. Das heißt, auch wenn es einem selbst vollkommen selbstverständlich erscheint, muss man klarstellen, mindestens einmal pro Sendung, wir sind Demokraten, die Vorwürfe stimmen nicht. Und wenn dann der Moderator damit ankommt oder die anderen, wir haben hier die und die Beispiele, dann sagt man, das ist unverhältnismäßig. Das ist unverhältnismäßig, man könnte bei ihren Parteien viel mehr finden. Weil das ist ja der Trick, es wird ja immer mit Unverhältnismäßigkeit gearbeitet. Mit unausgewogenem Hervorheben und Verschweigen. Das sind die Haupttricks. Vor allen Dingen Verschweigen. Und diese Methode kann man in der Sendung auch einfach benennen. Das heißt, Baumann könnte auch gleich zum Angriff übergehen, indem er sagt, wenn Sie uns das und das vorwerfen, verschweigen Sie alles Mögliche. Beispielsweise die Zustände der Ukraine. Dass Panzer mit Hakenkreuz durchs Bild fahren in einem NTV-Bericht oder dass darüber berichtet wird. Und dass der Oberbefehlshaber der Streitkräfte in der Ukraine ein Armband trägt mit einem Hakenkreuz. Und er könnte auch unverblümt das Motiv bringen, dass die Möglichkeit besteht, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch vom Ausland beeinflusst sind. Das kann er aus meiner Sicht, soll er dringend knallhart sagen. Natürlich sind dann alle wahnsinnig empört und schreien auf Baumann ein, aber trotzdem ist dann das Motiv angekommen bei den Leuten. Natürlich werden die anderen sagen, das ist vollkommen absurd, das ist unmöglich, sie werden Baumann anschreien, aber es ist trotzdem bei den Leuten angekommen. Die Leute denken trotzdem drüber nach. Und wenn sie dann tatsächlich drüber nachdenken, dann wird ihnen einiges einleuchten. Man muss sie nur einmal auf die Idee bringen. Natürlich wird Baumann zusammengeschrien, das ist klar, aber das lässt er über sich ergehen. Die Öffentlich-Rechtlichen und die großen Medien machen das mit Absicht so, sie geben den Leuten den Eindruck, sie wissen alles über die AfD. Und dabei helfen sogar ein paar O-Töne den Öffentlich-Rechtlichen. Weil jetzt sehen sie Baumann und dann denken sie, okay, das waren alle wichtigen Argumente von Baumann. Was Wichtigeres gibt es nicht. Sonst hätte er es ja gesagt in der großen Sendung. Weil das Wichtigste kommt immer zuerst. Die Leute denken nicht, der Ukraine-Konflikt oder was anderes ist zu kompliziert. Deswegen erklärt es Baumann nicht. Sondern die Leute denken, die wichtigsten Argumente kommen. Das heißt, das, was dann Baumann nicht sagt, das sind unwichtige Details. Das Wichtige wissen wir. Jetzt im Folgenden die Berliner Runde in voller Länge mit Zeitzähler für alle Parteien. Dass man auch sehen kann, dass hier nicht gefälscht wurde, dass die Zeitangaben alle stimmen. Über ein paar Sekunden kann man sich streiten, aber über 1, 2, 3 Sekunden hinaus sollte kein Fehler drin sein. Wenn doch, könnt ihr mich ja darauf hinweisen, dann kann ich es nachträglich noch richtigstellen. Aber es war nicht so schwer zu schneiden, weil es gab nicht so viele Unterbrechungen, es haben nicht oft zwei Leute zusammengeredet. Deswegen ging es eigentlich relativ einfach. Danke, Andreas Zichowitz nach Hannover und ein herzliches Hallo aus der Hauptstadt, wo sich der Bundeskanzler heute Abend freuen kann. Das Wahljahr 22 endet für die SPD versöhnlich. Der Grund hierfür, das weiß allerdings auch Olaf Scholz, ist nicht er selbst, sondern ein starker Amtsinhaber Stefan Weil in Niedersachsen. Welche Auswirkungen ergeben sich durch dieses Wahlergebnis nun also für die Ampel im Bund? Und wie geht es weiter mit den großen Themen Gaspreisdeckel, Atomkraft und Ukraine? Darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen zur Berliner Runde, in der ich heute wie immer alle im Bundestag vertretenen Fraktionen begrüße. Da ist die Linke anders als in Niedersachsen vertreten und deshalb heute auch hier dabei. Genau wie die CSU übrigens, die im Norden heute ja gar nicht zur Wahl stand. Guten Abend also in dieser Berliner Runde Ihnen, Herr Kühnert. Der ist bei uns als SPD-Generalsekretär. Der Generalsekretär der CDU ist da, Mario Chaya. Und Emily Bühning, Bundesgeschäftsführerin der Grünen, diesmal die einzige Frau in der Runde. Bijan Djirsaray, der Generalsekretär der FDP, herzlich willkommen. Und Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD im Bundestag.
Tobias Bank, der neue Bundesgeschäftsführer der Linken, zum ersten Mal in der Runde. Herzlich willkommen auch Ihnen. Und Martin Huber ist bei uns, der CSU-Generalsekretär. Legen wir also los in dieser Berliner Runde mit Ihnen, Herr Kühnert. Stefan Weil kann Ministerpräsident werden. Wie froh sind Sie, dass zu den vielen Baustellen der SPD heute Abend nicht noch eine weitere dazugekommen ist? Na, natürlich sind wir froh mit diesem Wahlergebnis. Stefan Weil hat es vorhin, finde ich, richtig gesagt, in so einer Zeit, in der wir gerade leben, ein solches Wahlergebnis mit deutlich über 30% einzufahren, das ist keine Selbstverständlichkeit, spricht auch für den großen Rückhalt, den er als Person genießt. Und natürlich sind wir auch in der Bundes-SPD erfreut, und zwar auch, weil wir starke Bundesländer in den nächsten Monaten brauchen werden bei der Bewältigung der aktuellen Krisen. Solche Bundesländer, die natürlich für ihre Bürgerinnen und Bürger vor Ort kämpfen, aber dabei nicht am Tellerrand ihres eigenen Bundeslandes aufhören, ihr Verantwortungsgefühl zu empfinden. Genauso Ministerpräsident ist Stefan Weil, und deswegen ist er ein gutes Vorbild auch in dieser Phase. Ja, Herr Kühnert, jetzt haben Sie den großen Rückhalt für Stefan Weil gerade selbst angesprochen. Der Bundeskanzler hat diesen Rückhalt gerade nicht. Gibt einen neuen ARD-Deutschland-Trend. Fast 2/3 aller Wählerinnen und Wähler sind mit seiner Arbeit weniger oder sogar sehr unzufrieden. Das muss Ihnen schon große Sorgen machen. Wir sind in einer Krisensituation im Moment gerade, und ich glaube, es wäre sehr überraschend, wenn die Parteien, die die Bundesregierung tragen und auch die handelnden Personen jetzt gerade gefeiert werden würde. Denn es gibt ja ganz erkennbar in weiten Teilen der Gesellschaft eine Erwartungshaltung. Eine Erwartungshaltung, dass wir die Energiekrise in den Griff kriegen, dass wir die Versorgungssicherheit gewährleisten, dass wir die Preise runterbekommen. Und natürlich werden die Menschen dann am Ende dieser Krise ein Urteil darüber zu sprechen haben, ob sie das gut gefunden haben, wie wir das gemacht haben. Jetzt ist keine Bundestagswahl im Bund. Wir arbeiten stoisch an dem, was wir uns vorgenommen haben. Und als SPD-Generalsekretär erlaube ich Ihnen zu sagen, von schlechten Umfragewerten, da lasse ich mich nach den letzten Jahren wirklich nicht mehr kehre machen. Sie arbeiten stoisch in der Regierung, Herr Czajer, Sie arbeiten stoisch in der Opposition. Und die CDU verliert in Niedersachsen auch, weil ihr Bundesvorsitzender im Wahlkampf rechts geblinkt hat und von Sozialtourismus gesprochen hat gegen ukrainische Flüchtlinge. Zunächst ein Glückwunsch an die SPD, dass sie diese Wahl gewonnen hat. An Stefan Weil und die Sozialdemokraten. Wir haben uns ein anderes Ergebnis gewünscht. Wir haben im Verhältnis zur Bundestagswahl noch mal 4 Prozentpunkte zugelegt. Aber es war wieder klassisch. Der Regierungschef hat am Ende den Amtsbonus gezogen. Es war ein Wahlkampf, wo man gesehen hat, Stefan Weil hat den Fehler aus Nordrhein-Westfalen nicht wiederholt, sich mit Olaf Scholz zusammen allzu oft ablichten zu lassen. Die Veranstaltung konnte man auch an einer Hand abzählen, wo er gewesen ist. Und zu Ihnen bitte. Es ist ein Thema gewesen, wo wir uns gewünscht hätten, dass es besser ist. Das Ergebnis ist auch völlig klar, dass wir auch unseren Wählerinnen und Wählern danken, die uns jetzt Vertrauen ausgesprochen haben. Und dass wir, auch wenn der Regierungsauftrag jetzt bei den Sozialdemokraten liegt, wir wissen noch nicht, wie das Ergebnis heute ausgeht, dass wir für Stabilität gerne stehen, dass wir sehen, das Land ist in einer Energiekrise, das Land braucht Antworten auf die steigenden Preise. Wir haben auch eine solide Zusammenarbeit in dieser Koalition gehabt. Und wenn es darauf ankommt, wenn gleich der Regierungsauftrag bei der SPD liegt, sind wir der Auffassung, dass man auch eine vernünftige Regierung weiterführen kann. Aber wir wollen in dieser Runde auch Antworten auf die Fragen bekommen, die wir gestellt bekommen. Deswegen noch einmal die Nachfrage, hat das geschadet? Nein, also es ist ja bitter zu sehen, dass die AfD zugelegt hat. Eine Partei, die auf nichts eine Antwort hat, außer Hetze auszusprechen, wie wir es hier in Berlin auch immer wieder erleben. Es ist leider so, dass der Zickzackkurs der Bundesregierung dazu beigetragen hat. Und das hat man ja seit dem Sommer gesehen. Keine Klarheit bei der Frage, wie gehen wir mit den steigenden Energiepreisen um? Keine Klarheit bei der Inflation. Und das Durcheinander in der eigenen Regierung hat natürlich dazu beigetragen, dass das die Opposition innerhalb der Koalition war. Und dann eine Partei gewinnt, die auf nichts eine Antwort hat. Das ist sehr bitter, aber es ist ein Ergebnis dieses Regierungshandelns und dieser Ampelkoalition. Zur AfD, gerade angesprochen, kommen wir später. Erstmal machen wir weiter mit Frau Bühning. Ihre Grünen gewinnen deutlich hinzu. Kann man da sagen, Ihre Doppelstrategie, einen Streckbetrieb zu versprechen, aber bitte nicht da, wo gewählt wird, hat Erfolg gehabt? Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue über das starke Ergebnis in Niedersachsen. Und auch Julia Willi Hamburg und Christian Mayer, unseren Spitzenkandidatinnen und unseren Wahlkämpferinnen, da ganz herzlich danke und gratulieren möchte. Ich glaube, wir haben in Niedersachsen einen Wahlkampf gemacht, der darauf angelegt war, Verantwortung zu übernehmen, der darauf angelegt war, eine Energiewende in Niedersachsen weiter voranzutreiben. Das wollen wir auch weiterführen.
Und ich glaube, man kann da im Hinblick auf die Frage nach Atomkraft sagen, die Atomkraftkampagnen, die da gemacht wurden in Niedersachsen von der FDP und von der CDU, waren nicht erfolgreich, denn die wurden klar nicht gewählt. Wie es weitergeht mit Atomkraft, wollen wir später noch klären in dieser Runde. Erstmal aber noch an Sie die Frage, die Zugewinne sind für die Grünen groß, aber sie sind nicht so groß wie am Anfang des Wahlkampfs prognostiziert. Ist das die Habeck-Delle nach der Panne um die Gasumlage? Also erstmal, wir haben ein starkes Zugewinn und wir sind die einzige demokratische Partei mit Zugewinnen. Ich glaube, wenn man sich um Wahlniederlagen hier in dieser Landtagswahl kümmern will, dann sind wir nicht die richtige Ansprechpartnerin. Und ich glaube, natürlich, ich würde sagen, natürlich waren es schwierige Wochen in den letzten Wochen. Ich bin sehr froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, dass wir jetzt ein klares Signal Richtung Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger mit dem Abwehrschirm, aber auch für die Unternehmen gefunden haben. Das war ein bisschen ein steiniger Weg und es ist gut, dass wir da jetzt rausgekommen sind. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir in den nächsten Wochen da jetzt das auch umsetzen, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, wir kommen durch diesen Winter, da gute Lösungen in der Regierung gefunden haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wo wir jetzt drauf gucken müssen. Herr Cesarei, wir hören heute Abend von der grünen Bundesvorsitzenden, Rot-Grün hat großes Potenzial. Das ist eine klare Kampfansage an die FDP, oder? Also zunächst einmal, ich gehöre nicht zu den Politikerinnen und Politikern, die sich in so eine Sendung reinsetzen und Phrasen produzieren. Ich will Ihnen ganz klar sagen, wie die Lage aus meiner Sicht ist. Ich habe für Niedersachsen ein besseres Ergebnis gewünscht. Dieses Ergebnis ist nicht zustande gekommen. Das ist kein schöner Abend. Und ich bin der Generalsekretär der FDP. Ich bin kein Vertreter der Bundesregierung. Ich bin kein Regierungssprecher und kein Minister. Dementsprechend muss dieses Ergebnis auch Folgen haben. Und man muss in den nächsten Tagen in den Gremien meiner Partei auch sehr konkret über diese Dinge reden. Und es ist nach wie vor so, egal wo Sie unterwegs sind, und ich bin sehr oft in Niedersachsen unterwegs gewesen, meine Partei hat nach wie vor große Probleme mit dieser Koalition. Es gibt eine ganze Reihe von Beispiele, die ich erwähnen könnte. Das wird wahrscheinlich in dieser Sendung zu weit führen. Aber es kann nicht sein, dass hier sich zwei Koalitionspartner oder ein Koalitionspartner sich ständig auf Kosten des anderen Koalitionspartners profiliert. Nehmen Sie beispielsweise das Thema Finanzen, Schuldenbremse. Eine Koalition wird nicht funktionieren, wenn zwei Partner permanent Ideen entwickeln, wie man noch mehr Geld und noch mehr Geld ausgeben kann und andere sich permanent mit der Frage beschäftigen müssen, wie man das Ganze organisiert und finanziert. Das wird beispielsweise aus meiner Sicht so nicht mehr funktionieren und darüber müssen wir reden, morgen in den Gremien der FDP und darüber hinaus auch in der Ampelkoalition. Was sind denn sonst die Konsequenzen, die Sie ziehen müssen als FDP? Nein, wir müssen darüber reden, dass das in der Form nicht funktioniert. Schauen Sie mal, wir haben den weitesten Weg gehabt in diese Koalition. Aus der Sicht meiner Partei ist diese Koalition eine Koalition der FDP mit zwei linken Parteien. Und wir müssen dafür stehen und verhindern, dass linke Projekte vor allem durch diese Koalition und diese Koalition umgesetzt werden. Und dafür muss die FDP ganz klar erkennbar sein. Das heißt, die Rolle und die Stimme der FDP in dieser Koalition muss künftig noch deutlicher erkennbar sein als bisher. Klingt nicht danach, als ob das friedlich wird, friedlicher in der Ampel. Herr Baumann, die AfD profitiert ohne jede Frage von der derzeitigen Unsicherheit im Land und der Sorge vor hohen Energiepreisen. Jetzt hat ja die AfD im niedersächsischen Wahlkampf die Öffnung der Nord Stream 2 Pipeline gefordert und sie sagt auch, die Sanktionen müssen aufgegeben und aufgehoben werden. Die Mehrheit der Deutschen ist da klar dagegen. Warum sind Sie auf Putins Seite und nicht auf Seiten der Mehrheit der Wähler? Wir sind überhaupt nicht auf Putins Seiten. Man muss die Dinge ansehen, wie sie sind. Wir haben uns nahezu verdoppelt und das hat gute Gründe. Der Wähler ist ja nicht dumm, die Demokratie funktioniert. Aus der Atomkraft auszusteigen, wie kein anderes großes Land auf der Welt, aus der Steinkohle auszusteigen und dann noch aus der Braunkohle auszusteigen, ist ein Selbstmörderprogramm für die eigene Wirtschaft. Das kann so nicht funktionieren. Und die AfD war die einzige Partei, die sich dagegen positioniert hat. Mittlerweile haben ja die deutschen Unternehmen bei Energiekosten, Strom, Gas, zehnfach so hohe Kosten wie die Konkurrenten in den USA und in China. Das kann so nicht weitergehen. Von daher haben wir als Einzige sozusagen opponiert und die richtige Programmatik vorgeschlagen. Wenn die AfD in der Regierung gewesen wäre, wäre das in Deutschland nicht passiert. Das soll ja jetzt anders werden. Morgen wird die Ampel. Wir müssen weitermachen mit Blick auf die Uhr. Das soll ja jetzt anders werden. Morgen will die Ampel hier in Berlin gleich morgen früh schon die Energiepreisbremse, die Gaspreisbremse präsentieren.
dass niedrige Energiepreise fordern ja auch Sie. Da muss jetzt mal ein Lob für die Ampel von Ihnen kommen, oder? Das ist ja nur eine Kur an den Symptomen. Diese Energiepolitik, diese linksgrün ideologisch, viele sagen ja geradezu verblödete Ideologie und Energiepolitik, hat uns dahin geführt in die Abhängigkeit von Putins Gas. Das war genau der Weg, die haben uns von Putin abgemacht und nicht die AfD. Was jetzt passiert, an den Preisen ein bisschen was zu manipulieren, das kann kein Staat der Welt gegen diese Riesenmächte, die Energiemächte dieser Welt, dagegen irgendwie anzusubventionieren mit Steuergeldern. Das kann man einen Monat machen, kann man zwei Monate machen. Es sagen ja schon der Chef des Chemieverbandes in Deutschland, es droht hier ein Industriemuseum zu werden. Haben wir verstanden. Durch diese linksgrüne Politik. Und da waren wir die Einzigen dagegen und deswegen hat sich die AfD verdoppelt. Haben wir verstanden, wir müssen weitermachen. Herr Bank, neuer Bundesgeschäftsführer, wir haben auch zum Teil eine neue Bundesspitze und trotzdem bleibt es dabei, die Linke verliert Wahlen, schafft es auch in dieses Landesparlament nicht. Und das in einer Zeit, wo die Menschen ja enorme soziale Probleme haben und eigentlich eine linke Partei wählen könnten. Warum klappt das nicht? Naja, sehen Sie, wir haben es traditionell in einem westdeutschen Flächenland wie Niedersachsen sowieso immer schon etwas schwerer gehabt als andere Parteien. Dann kommt hinzu, dass wir bisher nicht im niedersächsischen Landesparlament vertreten waren und dadurch auch nicht so die Gelegenheit hatten, uns ein richtig landesspezifisches Profil aus einer oppositionellen Landtags-Oppositionssicht herauszuarbeiten. Wir haben aber natürlich verstanden, dass wir so nicht weitermachen können. Wir sind insgesamt in einer schwierigen Lage. Wir haben allerdings auch im Niedersachsen-Wahlkampf deutlich gemacht, dass Fraktions- und Bundesspitze der Partei an einem Strang ziehen können. Wir haben auf richtige und wichtige Themen gesetzt und mit 2,5% sind wir auf jeden Fall immer noch deutlich über den schlechtesten Umfragen. Und das verdanken wir den Wählerinnen, bei denen ich mich ganz herzlich dafür bedanken möchte und natürlich auch bei unseren Wahlkämpferinnen. Herr Huber, Markus Söder ist zurzeit der beliebteste Politiker in Deutschland und fällt vor allen Dingen damit auf, dass er die Ampel im Bund schwer kritisiert. Wenn Sie das jetzt hören hier in der Auftaktrunde, mit welchen Auswirkungen rechnen Sie nach dieser Wahl für die Ampel? Das hat ja der Kollege von der FDP auch schon sehr deutlich gemacht, dass es ungemütlicher werden wird in der Ampelkoalition. Denn die FDP, und ich teile ja durchaus auch die Einschätzung, ist hier nicht das bürgerliche Korrektiv, sondern Steigbügelhalter für linke Politik. Und viele haben sich natürlich enttäuscht abgewandt von der FDP und deswegen wird es mit Sicherheit sehr, sehr ungemütlich werden. Denn die FDP findet praktisch in der Ampel gar nicht statt. Sie hat keine Möglichkeit, Akzente zu setzen. Mich wundert nur, dass man ein Jahr gebraucht hat, um das festzustellen. Das hätte man sich auch schon früher denken können. Und auf der anderen Seite hat man ja auch gesehen beim Ergebnis in Niedersachsen, Kevin Kühnert hat Stefan Weil als großes Vorbild hingestellt. Er hat die Wahl auch gewonnen, weil er sich sehr deutlich von der Ampel distanziert hat. Stefan Weil hat in den letzten Wochen und Monaten sehr deutlich auch damit Wahlkampf gemacht, dass er die Ampel kritisiert hat, sich davon abgesetzt hat. Und insofern sieht man ja auch an den Ausführungen von Stefan Weil, dass der Umgang der Ampel mit den Ländern arrogant und überheblich ist und dass Markus Söder hier völlig recht hat, wenn er das auch kritisiert. Ja, darf ich das mal, das kann ich so nicht stehen lassen. Darf ich das mal kurz kommentieren? Ganz kurz bitte. Ja, diese Koalition ist nur vor einem Jahr nur entstanden, weil ihre Partei nur mit sich selbst beschäftigt war. Ihr Parteivorsitzender hat den Wahlkampf von Armin Laschet sabotiert. Ihr Parteivorsitzender hat dafür gesorgt, dass Jamaika-Koalitionsgespräche gar nicht stattfinden konnten. Also von daher, wenn Sie sich ein bisschen zurückhalten würden, das, was Sie erzählen, ist mit Verlaub Quatsch. Wir merken das richtig. Druck im Kessel ist ja auch eine schwierige Lage gerade. Denn die Frage, wie es mit den Energiepreisen weitergeht, die beschäftigt gerade ganz Deutschland. Vollmundig, wir erinnern uns, hat der Kanzler da aus der Corona-Quarantäne da was ganz Großes angekündigt. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms. Es soll dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken für Energie, sodass sich niemand Sorgen machen muss, wenn er an den Herbst und den Winter denkt, wenn er an Weihnachten denkt und an das nächste Jahr und an die Rechnung. Ja. Große Ankündigung kam aber erstmal nicht, sondern eine Ministerpräsidentenkonferenz ohne Ergebnisse. Erst morgen werden jetzt die Ergebnisse der Gaskommission und damit auch ein Konzept vorgestellt. Einen Tag nach der Wahl. Frau Bühning, wäre es nicht ehrlicher gewesen, den Wählern vor der Wahl reinen Wein einzuschenken? Also wir hätten uns auch gewünscht, dass es zügiger zu einem gemeinschaftlichen Ergebnis zwischen den Ländern und dem Bund gekommen wäre. Gaskommission.
Es geht um die Gaskommission. Die Gaskommission. Es geht darum, dass die Bundesregierung keinen einzigen Vorschlag dazu macht, sondern 200 Milliarden in den Raum stellt. Und es geht darum, dass... So, jetzt haben Sie meine Frage nochmal wiederholt, aber jetzt brauchen wir eine Antwort von Ihnen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da jetzt Antworten bekommen. Wir haben uns entschieden, da Sachverständige in die Gaskommission mit reinzunehmen, um da einen guten Gaspreisdeckel auszuarbeiten. Und ich hoffe darauf, dass es da jetzt gute Ergebnisse gibt, die wir schnell in die Umsetzung bringen können. Können Sie uns da schon was verraten heute Abend, Herr Kühnert? Wir hören, es soll ein zweistufiges Modell geben. Wenig überraschend werde ich Ihnen das nicht heute Abend in der Sendung verraten. Schade. Dann wären Sie der glücklichste Moderator der Welt, wenn das hier passieren würde. Ich möchte noch mal auf diese Ungeduld eingehen, denn die ist ja total nachvollziehbar. Es muss schnell gehen, aber es muss auch rechtssicher sein. Das, was rauskommt, muss dann auch sitzen. Nicht wie bei der Gasumlage. Die Leute haben den Anspruch in Deutschland, dass die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, während die Nebenkostenabrechnung zu Hause in die Briefkästen eintrudeln, dass die jetzt wirklich funktionieren. Die müssen rechtssicher sein, auch mit europäischem Recht. Die müssen langfristig wirken. Über die nächsten zwei Winter hinweg muss das funktionieren. Und das alles passiert jetzt unter Hochdruck. Während wir hier diskutieren, tagt weiter diese Kommission und wird jetzt sehr zeitnah die Ergebnisse präsentieren. Und dann können wir auch in die Umsetzung gehen. Die Mitglieder der Kommission haben gesagt, die 200 Milliarden Schutzschirm der Bundesregierung, das ist ein ausreichender Rahmen, um die gesetzten Ziele jetzt erstmal erreichen zu können. Das ist die wichtige Ansage und jetzt muss es in die Umsetzung gehen. Dafür sind wir gewählt und da muss uns jetzt auch keiner zwischendurch immer noch mal die Stange hinhalten, unter der wir durchtanzen müssen. Der Schuss kommt nächste Woche und er wird sitzen. Herr Scheier, jetzt sind Sie dran und ich frage Sie ganz klar, weil ja ein bisschen was ist jetzt schon zu hören. Da hat die Vorsitzende der Gaskommission ja eigentlich die Ampel direkt vor Präsentation der Ergebnisse noch mal richtig kritisiert. Gerade ihr braucht jetzt nicht Druck machen, hättet ihr nämlich alles vorher entscheiden können. Und sie sagt, eine Einmalzahlung wäre das beste Mittel für einen Preisdeckel. Sehen Sie das auch so? Und wie hoch sollte der sein? Also zunächst, wir haben einen Angebotsschock. Und wir müssten beim Angebot nach oben gehen. Und es war ideologisch von den Grünen, die Kernkraft nicht fortzuführen. Und da hat die FDP vollkommen recht. Und es wird auch trotzdem nicht richtig, auch wenn die Wahlergebnisse besser wären. Es ist nicht richtig, in einem solchen Angebotsschock nicht alles an Angebot zu nutzen. Biomassedeckel habt ihr jetzt erst geändert, nachdem wir enormen Druck gemacht haben. Gasumlage habt ihr euch für gefeiert, dass ihr sie abschafft, obwohl ihr sie vorher selbst eingeführt habt. Aber wir gucken nach vorne. Ja, aber zunächst, das Angebot muss nach oben, das ist das eine. Und das zweite ist, wir brauchen eine Energiegrundsicherung für Gas und für Strom. Da haben wir Vorschläge unterbreitet. Es gibt auch Vorschläge in der Europäischen Union, wo man sich Dinge abschauen kann, wie das sinnvollerweise funktioniert, dass wir 75% des Verbrauches zum Preis von 2021 gewährleisten wollen. Das kann man über einen internationalen Einkauf regeln. Das kann man aber auch direkt über die Haushalte regeln. Die Vorschläge sind eben auch da. Und das hat die Bundesregierung nicht gemacht. Und ehrlicherweise, die Kommission hat gesagt, setzt die Erwartung nicht zu hoch an den Montag. Ich verstehe, warum die das am Montag machen. Ich glaube, da kommt morgen gar nicht so sehr viel raus bei der Kommission. Und das wäre vor der Wahl noch schlimmer gewesen, als wenn sie es nach der Wahl machen. Will uns Herr Kühnert ja heute leider nicht verraten. Herr Cesarei, Sie haben deutliche Worte angekündigt, weil Sie kein Regierungsvertreter sind. Das muss aber nicht nur in Richtung Koalitionspartner gehen, sondern auch an die eigene Adresse. Und da gab es die Kritik der Kommissionsvorsitzenden, dass man hätte früher entscheiden können, wenn die Ampel früher in die Hufe gekommen wäre. Das hat aber auch der Finanzminister verhindert, weil er gesagt hat, ich will das nicht finanzieren. Hat sein Zögern Deutschland am Ende wertvolle Zeit gekostet und möglicherweise auch einigen Unternehmen die Existenz? Also zunächst einmal habe ich die Kritik oder die Äußerung der Vorsitzenden dieser Kommission so nicht verstanden. Aus meiner Sicht war es eine Botschaft, die gerichtet war an den grünen Wirtschaftsminister, der in den letzten, ja, von mir aus auch an die ganze Ampel. Es ist ja schließlich eine Koalition. Nur wir wissen ja alle, seit dem 24.02. da hat sich ziemlich viel in Europa verändert, übrigens in der ganzen Welt und erst recht beim Thema Energieversorgung und Energiesicherheit. Und es gab genügend Zeit, hier die Vorbereitung zu treffen. Ich habe bereits dieses Thema gegenüber dem grünen Wirtschaftsminister Anfang April adressiert, aber offensichtlich hatte man dort andere Motive. Der Kollege neben mir hat gerade das Thema Laufzeitverlängerung angesprochen. Das ist völlig richtig, auch wenn die Ergebnisse heute Abend anders waren. Das bleibt aus meiner Sicht weiterhin ein Thema, denn niemand in Europa kann derzeit verstehen, dass Deutschland diesen Sonderweg geht und freiwillig auf ein Instrument zur Energieversorgung und Sicherheit verzichtet. Und ein letzter Gedanke zu der Kommission. Ich bin davon überzeugt, dass die Kommission am Ende des Tages vernünftige Ergebnisse vorlegen wird. Aber eins hat die
Kommissionsvorsitzende aus meiner Sicht auch völlig zu Recht jetzt schon gesagt, wir werden niemals die Gaspreise bekommen, die wir vor dem 24.02. hatten. Die Welt hat sich in der Zwischenzeit verändert und dass da ein Krieg in der Ukraine stattfindet, das wird auch die Kommission nicht wegzaubern können. Herr Kühnert, stimmen Sie dem zu? Stefan Weil hat ja im Wahlkampf auch gesagt, Mensch, die Ampel, die müsste eigentlich schneller agieren. Das macht mir auch im eigenen Wahlkampf Probleme. Und er hatte gesagt, deswegen muss ich möglicherweise ein eigenes Hilfsprogramm auflegen. Aber es ist doch völlig richtig, dass Länderchefs auch nach ihrer eigenen Verantwortung fragen. Genau für sowas machen wir ja Ministerpräsidentenkonferenzen, um zu schauen, was macht der Bund, was machen die Länder. Und da sehen wir doch ein klares Muster. Stefan Weil macht in Niedersachsen einen eigenen Rettungsschirm über 1 Milliarde Euro. Anke Rehlinger macht im Saarland 3 Milliarden Transformationsfonds für die nächsten 10 Jahre. Und andere begeben sich in einen kleinkrämerischen Streit mit der Bundesregierung, ob nicht hier noch 1 Million oder da noch 1 Million übernommen werden muss. Und das meinte ich vorhin eingangs. Dieser Politikstil von Stefan Weil, der ist eben heute auch gewählt worden. Die Menschen in Niedersachsen haben nicht weniger Sorgen als die in anderen Teilen der Republik in dieser aktuellen Krise. Aber sie werden von jemandem regiert, der nicht sich auf Kosten von anderen in Berlin profiliert und die ganze Zeit das Gegeneinander sucht. Und tut mir leid an die Kollegen, das ist mir auch ein bisschen zu viel Gegeneinander heute Abend an dieser Stelle, sondern der auch diese Erwartung der Bürgerinnen und Bürger in diesem Moment jetzt adressiert, dass wir zu Lösungen zusammenkommen und dass wir unsere Probleme intern klären und nach außen geschlossen und mit klaren Konzepten auftreten. Das ist doch nicht wahr. Stefan Weil war doch genauso unzufrieden mit der Ministerpräsidentenkonferenz wie alle anderen. 16:0 haben die Finanzminister gesagt, dass sie damit nicht einverstanden sind. Die Länder haben gesagt, wir haben eigene Themen. Wir müssen unsere Kitas und Schulen, unsere Kultureinrichtungen, wo wir gestiegene Energiepreise haben, da müssen wir selbst was tun. Ihr könnt uns nicht in die Tasche greifen. Und auch er war sehr unzufrieden nach dieser Ministerpräsidentenkonferenz, dass man erstmalig, übrigens wie früher nie, aus einer Ministerpräsidentenkonferenz ohne Ergebnis rausgekommen sind. Das können Sie doch nicht bestreiten, dass es eine große Unzufriedenheit damit gibt, wie Regierungshandeln rein technisch stattfindet. Und diesen Streit in der Koalition, den bemerkt man doch jetzt auch hier sehr klar und deutlich, dass ihr nicht an einem Strang zieht, um das Problem zu lösen, sondern dass es ein heftiges Gegeneinander gibt. Zeit für Sie. Was denken Sie, wenn Sie diese Diskussion auch innerhalb der Ampel bis hierhin hören heute Abend? Also große Erwartungen an den morgigen Tag habe ich nicht. Herr Kühnert hat ja gerade angekündigt, es wird einen Schuss geben, der sich gewaschen hat. Daran glaube ich nicht. Wir haben es beim ersten Entlastungs... Doppelwumms. Ja, wir haben es beim ersten Entlastungspaket gesehen. Es hat vor allen Dingen den Besserverdienenden genützt. Beim zweiten Entlastungspaket hat man dann bei den Studenten und bei den Rentnern nachgesteuert. Das haben wir als Linke immer kritisiert. Insofern kann man sagen, die Linke wirkt. Aber natürlich wirkt sie nicht ausreichend, beziehungsweise reagiert die Ampelkoalition nicht ausreichend darauf. Also selbst bei der Erhöhung des Kindergeldes, das gleicht nicht mal die Inflation aus. Und deswegen braucht es eine starke Linke, die auf solche Sachen aufmerksam macht. Und deswegen bin ich gespannt, was die Ampelkoalition morgen präsentieren wird. Ich bin mir sicher, da ist einiges zu kritisieren dran und genau dafür sind wir da. Ja, da gleich die Nachfrage bei Ihnen, Herr Baumann. Ist denn eine Einmalzahlung, die jetzt die Kommissionsvorsitzende vorschlägt, das richtige Instrument? Das würden ja dann alle bekommen, auch Besserverdienende. Das sind alles Symptomkuren, Einzelheiten. Ja, aber das ist das, was die Leute im Moment brauchen. Das ist Politik, aber dazu haben Sie immer keine Antwort. Nein, was hier passieren muss, ist eine Erhöhung des Angebots, des Energieangebots. Es müssen jetzt schleunigst, und Herr Czaja von der CDU, die Merkel-CDU hat die Atomkraftwerke abgeschaltet. Das war ihre Schuld. Sie haben linksgrüne Politik gemacht, damals schon. Und natürlich müssen wir die Atomkraftwerke laufen lassen, die laufen. Die drei, die wir zurückholen können, wieder zurückholen. Wir müssen Kohle und Steinkohle gucken, was wir machen können an Kraftwerken. Und den einen Strang, Nord Stream, der noch okay ist, den müssen wir sichern und in Kraft setzen und die anderen reparieren. Sonst säuft die deutsche Wirtschaft ab. Das wäre aber doch wieder das, was Putin möchte. Aber wir wollen über das Thema Atomkraft jetzt tatsächlich gemacht von Putin. Wir wollen über das Thema Atomkraft, Herr Baumann. Sie wissen das. Wir wollen über das Thema Atomkraft jetzt sprechen, nicht weil Sie es aufgerufen haben, Baumann, sondern weil es hier sowieso auf dem Zettel steht und weil es unsere Zuschauerinnen und Zuschauer enorm interessiert. Herr Cesarei, die Gasspeicher sind gut gefüllt, aber Deutschland, heißt es jetzt, droht möglicherweise trotzdem im Winter eine Gasmangellage. Was heißt das für die Zukunft der Atomkraft Ihrer Meinung nach? Ich kann mich nur wiederholen, was ich vorhin auch gesagt habe.
Schauen Sie mal, derzeit wird über dieses Thema, das Thema Energiesicherheit, Energieversorgung, auch in Europa sehr intensiv diskutiert. Und die Länder der Europäischen Union sind sich einig, dass sie sich gegenseitig in dieser Situation auch unterstützen wollen. Kein Mensch versteht, wie ein Land wie Deutschland, also kein Mensch in Europa, kein Land in Europa versteht, warum ein Land wie Deutschland auf ein Instrument der Laufzeitverlängerung verzichten will. Deswegen ist das aus meiner Sicht ein Fehler. Und darüber müssen wir reden. Wir brauchen die Laufzeitverlängerung. Die drei noch am Netz verfügbaren Kernkraftwerke müssen bis mindestens 2024 laufen. Und darüber hinaus müssen wir schauen, welche noch weiterlaufen könnten. Das ist ein Thema, worüber wir reden. Ansonsten muss im Herbst und Winter, wenn demnächst die Energiepreise unbezahlbar sind, ist damit leider auch ein Gesicht verbunden. Und das ist dann die Verantwortung des Wirtschaftsministers Habeck. Ja, wir kommen erstmal zu Herrn Huber. Wir kommen erstmal zu Herrn Huber, denn damit drei Atomkraftwerke oder zwei weiterlaufen können, müssen sie auch funktionieren. ISA 2 muss dafür repariert werden. Wann geht das los? Zunächst einmal sehen wir an der ganzen Diskussion, dass Robert Habeck das Land wochenlang belogen hat. Der hat ja einen Stresstest nach dem anderen veranstaltet. Der größte Stresstest sind die Grünen für das Land. Und der jüngste Stresstest hat auch bewiesen, dass das Narrativ, das die Grünen immer in den Raum stellen, nicht stimmt. Es gibt keinen Sonderproblemfall Bayern. Der Stresstest hat bewiesen, dass es eine Netzinstabilität im Süden geben könnte, wenn es aus Frankreich zu wenig Atomstrom geben würde. Das ist die Situation. Auch für den Norden droht eine Instabilität bei den Netzen. Da hat man jetzt mit Rücksicht auf den Wahlkampf nicht darüber gesprochen, das Atomkraftwerk in Niedersachsen länger laufen zu lassen. Die Alternative werden drei schwimmende Ölkraftwerke sein, eine Technologie, die woanders im Einsatz ist. Und was ISA 2 betrifft, ist es auch so, dass natürlich der TÜV Süd deutlich gemacht hat, juristisch und technisch ist der Weiterbetrieb möglich. Und das, was in der letzten Woche der Fall war, das Ventil ist gut zu reparieren. Das ist nicht einmal ein meldepflichtiger Vorfall. Also da sollte man auch bitte mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn man die Runde hier so hört, kann man eigentlich, Frau Böning, doch nur sagen, so richtig zufrieden mit der Performance der Ampel kann eigentlich keiner der Koalitionsparteien sein. Die FDP ist es jetzt auf keinen Fall, aber auch sie. Jetzt sind wir nach der Wahl, haben erstmal keine Wahl wieder direkt vor uns. Wird jetzt alles besser und werden ja was? So richtig klingt es nicht danach. Also bevor ich darauf eingehe, möchte ich einmal noch energiepolitisch hier antworten, weil ich finde, man muss schon einmal sagen, wir räumen gerade 16 Jahre in erneuerbaren Energieaufbau aus, der verschlafen wurde. Wir wären gar nicht so abhängig von russischem Gas, wenn da was passiert wäre unter der Union. Jetzt gucken wir nach vorne, natürlich glaube ich, dass es wichtig ist und dass es gerade für die Bürgerinnen und Bürger und für die Unternehmen in unserem Land von entscheidender Bedeutung ist, dass wir in der Ampel in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, dass wir Lösungen haben auf die Krisen, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit geben, weil es schwierige Zeiten sind, weil wir große Besorgnis bei den Bürgerinnen und Bürgern wahrnehmen. Und ich glaube, da müssen wir uns auch alle zusammenreißen und da müssen wir alle gut zusammenarbeiten. Und ich glaube nicht, dass die Ansagen der FDP da gerade hilfreich sind, sondern eher sollten wir nach vorne gucken und gucken, wie wir gemeinsam da jetzt Antworten geben auf die Herausforderungen, die wir haben, weil die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen in diesem Land brauchen diese Antworten von uns. Herr Kühnert, ich sehe Sorgenfalten auf Ihrem Gesicht und möchte da gleich mal drauf eingehen. Weil, auf meine Falten? Nicht auf Ihre Falten, aber auf Ihre Sorgen möglicherweise. Denn zu einer besseren Performance gehört ja mittlerweile vielleicht auch, dass sich die Koalitionspartner, die wichtigsten Minister, der Finanzminister und der Bundeswirtschaftsminister nicht ständig auf offener Bühne streiten. Ist das was, was Sie jetzt für die Zukunft erwarten, für die nächste Phase? Ich glaube, die Menschen im Land erwarten von dieser Regierung, dass sie durchaus auch um den richtigen Weg ringt, nur vielleicht besser hinter den Kulissen. Und dann tritt man gemeinsam vor selbige und verkündet das Ergebnis. Das ist etwas, was wir uns alle zu Herzen nehmen sollten. Und trotzdem will ich noch einmal versuchen, auf diese heutige Wahl zurückzukommen und versuchen, eine Lehre daraus ein bisschen mitzunehmen. Weil wir zu Recht jetzt natürlich wieder über Energiepolitik sprechen. Ja, mehr Frieden ist in mehr eigene Position der FDP. Das passt nicht zusammen. Ja, aber eine besondere Erkenntnis vielleicht aus dieser Wahl ist auch einfach mal machen bei der Energiewende und die Kapazitäten, von denen Sie alle die ganze Zeit sprechen, einfach schaffen. Das hat nämlich Niedersachsen in den letzten Jahren gemacht. Und das ist auch das Bundesland, was Teilen der Republik im Moment gerade den Allerwertesten rettet, indem nämlich dort die Flüssiggasterminals an den Start gebracht werden, mit denen auch die industriellen Kerne im Süden weiterhin eine Chance haben zu überleben. Nämlich die industriellen Kerne im Süden, wo die politisch Verantwortlichen in den vergangenen Jahren alles dafür getan haben, an der Seite von jeder Bürgerinitiative, dass bloß keine Infrastruktur gekommen ist. Damit muss Schluss sein. Das war industriefeindliche Politik. Im Norden hat man die anderen gerettet. Auch dafür hat es heute Mehrheiten bei der Wahl gegeben. Das sollte man nicht übersehen an diesem Abend. Herr Kühnert,
vielleicht noch eine Lehre. Kann der Bundeskanzler da auch besser führen? Hat sich in dieser Auseinandersetzung, vor allen Dingen zwischen den beiden anderen Ampelpartnern, ja immer relativ fein zurückgehalten? Ich glaube, keiner der beiden Partner würde behaupten, dass der Bundeskanzler sich fein zurückhält, sondern es ist seine Aufgabe, natürlich auch in dieser schwierigen Dreierkoalition gemeinsam zu Ergebnissen zu führen. Diese Regierung ist mit seinem Namen verbunden. Er ist der Bundeskanzler, der die Regierung führt. Die Regierung kann nicht erfolgreich sein, ohne dass der Bundeskanzler erfolgreich ist. Und er kann keinen Erfolg haben, wenn auch die Koalitionspartner am Ende nicht auch ihre Projekte werden verwirklichen können. Das ist der ganze Geist dessen, wofür wir diese Koalition letztes Jahr eingegangen sind. Und dafür arbeitet der hart, jeden Tag. Und dafür haben die Leute ihn auch gewählt, ohne großes Aufsehen darum zu machen. Denn es zählen Ergebnisse und nicht die beste Show. Gleich an Sie ganz konkret die Frage, weil es geht jetzt um die nächste Phase der Ampel. Werden sich Christian Lindner und Robert Habeck besser vertragen im Sinne der gesamten Koalition? Ich finde diese Debatte merkwürdig, denn was heißt ein Vertragen? Selbstverständlich haben wir unterschiedliche Positionen und selbstverständlich streiten wir uns auch, das ist völlig klar, und dass diese Ampelkoalition eine kommunikationsintensive Konstellation sein wird, war für mich keine Überraschung, ich glaube für Sie auch nicht. Wichtig ist, das hat der Kollege Kühnert gerade auch gesagt, dass am Ende des Tages gute Lösungen entstehen für unser Land, für die Menschen in unserem Land, und erst recht in so einer schwierigen Situation, wo wir nicht wissen, was passiert im Winter? Was passiert im Herbst? Was passiert nächstes Jahr? Was bedeutet das, was wir gerade besprechen, für die Energiesicherheit und Energieversorgung in unserem Land? Und da ist es aus meiner Sicht völlig legitim, dass man intensiv auch von mir aus miteinander streitet. Aber am Ende des Tages, die Lösungen, die man dann präsentiert, die müssen aber auch sitzen. Herr Zeyer, ich glaube, wir spüren alle eine große Unruhe. Das spüren die Wählerinnen und Wähler, die Bürgerinnen und Bürger auch. Ist es in diesen Zeiten da nicht wichtig, dass wir eine Opposition im Bundestag haben, als Union, die kooperativ an Lösungen mitarbeitet? Oder wird Friedrich Merz und sollte Friedrich Merz auch doch seinen konfrontativen Oppositionskurs weiterführen? Aber das machen wir doch gar nicht. Sondern Wir werden auf die letzten 16 Jahre hingewiesen und wir wissen, das ist Sand in die Augen. Wir waren uns einig in Deutschland, wir wollen aus der Kernkraft aussteigen und aus der Kohle gleichermaßen. Ich habe Sie nach dem Oppositionskurs Punkt ganz kurz ansprechen. Wir haben die Zeit nicht, deswegen Oppositionskurs der CDU bitte. Und selbst die Koalition wollte weitere Gaskraftwerke bauen. Das wäre auch richtig gewesen, wenn es nicht zu diesem Krieg gekommen wäre und Energie als Waffe eingesetzt wird. Und deswegen müssen wir die Situation heute neu bewerten. Und deswegen geht es nicht um die letzten 16 Jahre, sondern um die letzten 16 Wochen. Das muss nochmal gesagt werden. Und jetzt geht es um den nächsten Oppositionskurs. Ja, und wir haben ja Vorschläge unterbreitet. Wir haben den Vorschlag gemacht, bei der Biomasse haben wir einen Vorschlag unterbreitet. Wir hätten allein in Niedersachsen aus den Biomasseanlagen 10-mal mehr Biomasse herausholen können, als das bislang der Fall ist. Das haben Sie jetzt geändert. Das ist richtig so gewesen. Damit kann man 5% des russischen Gases ersetzen. Es dauert viel zu lange. Wir müssen auf der Angebotsseite mehr tun. Und da hat die FDP vollkommen recht. Wir müssen bei der Kernkraft weiterhin eine Entscheidung treffen. Es kann nicht sein, dass wir in der viertgrößten... Herr Baumann, Sie sind gleich dran. Weil ich gesagt habe, es war in der Übergangsweise richtig. Herr Baumann, man muss auch manchmal die Lage dann neu beurteilen. Und man kann nicht bei alten Denken und alter Ideologie bleiben. Das ist aber nicht Ihr Thema. Sie wollen sowieso nur hetzen. Das tun Sie auch in dieser Sendung die ganze Zeit. Jetzt sind Sie dran, Herr Baumann. Sondern das Entscheidende ist, dass wir konstruktiv in diesen Part gehen. Wir haben konstruktiv unsere Hand ausgestreckt, als es um die Unterstützung der Bundeswehr ging. Da haben wir gemeinsam Entscheidungen im Bundestag getroffen. Wir haben zusammen die wesentlichen Grundgesetzänderungen vorgenommen. Und wir sagen auch weiterhin, wir sind ausgesprochen konstruktiv und beteiligen uns an diesem Weg. Aber das, was momentan auf dem Tisch liegt, sind noch keine Instrumente, sondern nur eine Summe Geld. Konstruktiv ist angekommen. Wir nehmen Sie beim Wort und sind bei Herrn Baumann. Sie haben einen heißen Herbst bereits angekündigt. Ganz kurz, bitte, kommt der jetzt erst recht nach diesem Wahlerfolg heute? Dieser heiße Herbst kommt, weil die Bürger Angst haben, die Unternehmen haben Angst und sie haben Angst zu Recht. So eine Krise hat es ja noch nie gegeben, in der ganzen Nachkriegszeit nicht. Und da ist die CDU im Kern mitverantwortlich, die 16 Jahre natürlich. Rot-Grün wird uns daraus nicht befreien, auch nicht mit Hilfe der FDP, das sehen wir gerade. Wenn man den Streit sieht in der Regierung, kann einem ja noch mehr Angst und Bange werden, wie führungslos Deutschland jetzt auch noch ist. Das wird leider ein heißer Herbst. Die Regierung muss sich ändern, die Politik muss sich ändern. In anderen Ländern wie Italien ist es ja schon passiert. Da sind Parteien, die uns sehr nahe stehen, jetzt an der Regierung. Danke, in Frankreich auch meiner. Wir sind damit schon bei der Schlussrunde, Herr Baumann, weil die Zeit rennt. Mit der Bitte um kurze Antworten in einem Satz an Sie alle. Die Ampelparteien werden gleich nach ihrem größten bisherigen Fehler in der Koalition gefragt. Zunächst aber die Frage an die Vertreter der Opposition. Was hat die Ampel bisher richtig gemacht, Herr Çayar?
Ein Punkt, kurzer Satz. Sie hat die Gasumlage, so wie wir vorgeschlagen haben, beendet. Herr Baumann. Dass sie der Bundeswehr geholfen hat, auch was wir schon über Jahre gefordert haben und nicht passiert ist als Einzige, das war okay. Herr Bank. Sie hat bei den Studenten und bei den Rentnerinnen nachgesteuert, so wie wir es gefordert haben. Das war richtig und wichtig, aber nicht ausreichend. Und Herr Huber. Dass sie offen zugibt, dass sie sich nicht versteht. Jetzt die Ampel. Was war der bisher größte Fehler im ersten Ampeljahr? Ein Satz bitte, Herr Kühnert. Die Gasumlage. Frau Pöning? Ich glaube, wir sollten konstruktiver zusammenarbeiten. Und Herr Cesarei? Wir sollten konstruktiver zusammenarbeiten. Das bedeutet aber auch, ohne Ideologie, sachlich und nüchtern uns mit der Frage beschäftigen, was ist gerade notwendig in dieser Situation für unser Land. Dann wird es auch klappen. Konstruktiver zusammenarbeiten, ob das gelingt, das schauen wir uns jetzt in den nächsten Tagen und Wochen an. Kann man seine Zweifel haben nach dieser Runde. Ich danke Ihnen aber allen für die Teilnahme. Ihr könnt ja noch schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.